Florian Tonker, Daniel Bayas und ich, wir freuen uns sehr, dass wir den Financial Times-Journalisten Dan McCrum hier haben. Dan McCrum ist eine Schlüsselfigur in dem Skandal um Wirecard, ein mutiger Journalist, der frühzeitig auf den Skandal bei Wirecard hingewiesen hat. Er ist sozusagen der lebende Beweis dafür, dass man, wenn man hingeguckt hätte, auch mehr hätte finden können. Baffin never reached out to me. I don't believe it reached out to the Financial Times. And again, what Wirecard very effectively did was turn this into a battle between itself and the Financial Times. Das ist im Grunde der Beweis dafür, dass die deutsche Finanzaufsicht und dass die Staatsanwaltschaft nicht nur nichts getan hat, sondern sogar auf dem völlig falschen Weg unterwegs gewesen ist und sogar noch aktiv diejenigen verfolgt hat, die die Wahrheit gesagt haben. When I finally saw the complaint against me, I was flabbergasted that it was based entirely on supposition. Er wurde von der deutschen Finanzaufsicht BaFin mit einer Strafanzeige übersät, mit dem Vorwurf, er hätte am Insiderhandel teilgenommen, weil er kritisch über Wirecard berichtet hat. Das ist nun mal die Aufgabe von Journalisten. Viele Menschen haben ja Geld verloren. Vielleicht wäre der Skandal heute noch größer, wenn wir Dan McCrum nicht gehabt hätten. Und deswegen habe ich ihn ja auch vorgeschlagen als Träger des Bundesverdienstkreuzes. Ich finde, wir schulden ihm etwas.